Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mikabellum. Ihr seht richtig, ich bin auf 1500 MMR getroppt. Ey, es ist so ein Fiebertraum gewesen gestern. Ich habe echt, glaube ich, ich habe gestern 1 zu 10 gespielt. Ich habe das Spiel irgendwie komplett verlernt. Ich wollte eigentlich gestern ein Video hochladen, oder beziehungsweise heute Morgen. Also beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, war es gestern. Und ich habe einfach kein sinnvolles Video hinbekommen, was ich zeigen wollte. Und ich habe echt viel gespielt gestern. Das lief einfach gar nichts. Okay, also ab jetzt wieder was hinkriegen ist angesagt. Giant ist hier eigentlich ganz gut. Wir probieren das mal. Okay, er hat Aerial SPC. Ja, das könnte übel werden für mich, aber es ist wie es ist. Wir müssen damit klarkommen. Die Frage, will ich mich hier breit aufstellen? Ich glaube, zu breit möchte ich mich hier auch nicht aufstellen. Wir machen das mal so. Vielleicht stelle ich das sogar so weit vor, dass es nicht nach hinten abgezogen werden kann. Keine Ahnung. Das wird eh nicht abgezogen, ne? Vielleicht irgendwie so. Den vielleicht. Defensiv. Wir probieren es mal so. Ich hätte jetzt eher mit Phönixen als mit Marksmen gerechnet. Die Marksmen machen hier meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Das ist sehr gut. Also gar keinen Sinn zu betrieben, aber keinen großen Sinn, weil. Er hat. Ich habe ja jetzt nur die Arclight, die ein bisschen tankier sind. Und die kriegen die Panzer halt auch easy down. Kann natürlich auch, also er wird die Runde eh gewinnen, ne? Oder eigentlich müsste er zu gewinnen, hätte ich gesagt. Weil es sieht so aus, als ob ich das gewinnen könnte. Außer meine Marksmen schießen sonst wohin. Meine Marksmen, genau, diese Marksmen meine ich, die Stormcaller. Naja, wir werden es sehen. Wenn im Hintergrund ein Rauschen ist nach dem bei der Aufnahme, dann beleidigt man Ventilator. Ich hab mal getestet, ich habe ihn nicht gehört, aber vielleicht habe ich jetzt irgendwas geändert, das hört man doch. Falls dem so sein sollte, sagt mal Bescheid. So, jetzt kommt hier die, kommen die Subsidized-Gedöns und vor allen Dingen kommt halt auch das hier. Das für ihn natürlich sehr gut. Ich kann nicht schilden. Also ich kann schon, aber ich will nicht schilden. Sagen wir es mal so. Könnte einfach auch Panzer hier spielen, aber eigentlich mit Giant SPC. Ich brauche keine Panzer, oder? Spielen das mal so. Müsste doch eigentlich alles erwischen. Oder halt gar nichts. Wir gucken mal. Wir holen uns schon mal hier was für die Seite. Und dann gucken wir mal rein. Er hat geskippt anscheinend. Und hat selber die Stormcaller geholt. Der kann natürlich machen. Hätte ich mir auch denken können, aber ich habe auch drüber nachgedacht, aber ich dachte mir, mein Gott, bald tun. Mal gucken, ob er es einfach tun kann oder ob es ein Problem wird für mich. Wäre schön, wenn der noch die Fangs killen würde. Dankeschön, Kollege. Die Fangs hier sind sehr wertvoll für ihn. Die sagen, werden mich hier eine gesamte Salve abfangen von meinen Stormcallern. Ah, doch nicht. Doch, tun sie. Der Marksman stirbt, das ist gut, weil der Marksman ist jetzt hier zu dem Zeitpunkt, wo mein Chop down ist, dann doch ekelhaft für mich.
Lebt nur ein Stormcaller, dank des Debuffs überlebt er das auch. Und ich gewinne die Runde sogar. Also schaffbar hier der richtige Call anscheinend. So, Free Unit Cards oder einfach nur irgendwas. Okay, einfach nur irgendwas ist die Antwort. Fortified Mustangs will ich nicht. Wespen. Boah. Wären für uns beide tendenziell blöd, glaube ich. Ich investiere mal in die Zukunft. Es ging ja auch ganz gut ohne den Crawler, der vorne rumrennt. Ich glaube, ich hole mal Mustangs und mache einmal hier einen hin, dass ich einfach gegen die Wespen safe bin. Vielleicht ein bisschen defensiv gedacht. Ja. Schwierig. Wir brauchen überall Reichweite auf Dauer. Ich setze ganz hinten hin. Das wird keine gute Runde werden. Okay. Hat sich auch für den Tech Specialist entschieden. Die Mustangs sind eigentlich extrem schlecht. Ich muss ihn eigentlich für seine fehlende Luftabwehr mal bestrafen, einfach. Aber kann ich eigentlich gar nicht, wenn ich den Beacon defensiv einsetzen will. Schwierig. Mal gucken. Ja, also ganz schlecht gespielt. Jetzt kommen die Free Unit Cards. Mal gucken, was kommt. Mustangs werden nicht kommen. Er könnte jetzt hier die Phönix nehmen. Wobei, es wäre jetzt nicht so schlau von ihm. Ich denke, den da muss ich machen. Also ich könnte jetzt eigentlich das machen, was ich eben gemeint habe. Ich könnte theoretisch, könnte ich eben hinten eine Wespe reinsetzen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gut hier. Ja, nicht zu weit, sonst gehen die Missiles wieder in meine Fangs rein oder was auch immer. Irgendwie so. Einfach mal eine Wespe in die Flanke. Schon möglich. Ich meine, ich würde einfach mal zwingen, darauf zu reagieren. Die Panzer sollten auch weg sein, bis die spawnt. Das heißt, die holt den Debuff. Soweit der Plan. Ich hole nichts weiteres. Ja, der Debuff klappt auf jeden Fall auch. Und jetzt argumentieren, ich hätte richtig dumm upgraden sollen, die Stormcaller. Andererseits macht es die Anti-Missile-Device, ist dann später so stark. Toll, der eine Schuss vom Scoppen wie auf einen Crawl oder so. Das wird jetzt irgendwie ein harter Win für mich. So. Okay.
Okay, ich bin Giant SBC, ne? Okay. Wir sind bei Runde 5, das heißt, es kann hier relativ bald zu Ende sein. Das hier lohnt sich eigentlich nicht mehr. Die Barrier ist an sich immer ein gutes Item. Die Frage ist halt, ob ich mir jetzt hier einen Fortress gönne. Ich hätte halt die Dings schon wegblocken müssen eigentlich. Aber ich glaube, einen Fortress zu nehmen. Eigentlich sage ich immer, defensive Fortress sind blöd. Könnte sich hier wieder bewahrheiten. So einen Kollegen hin, wir leveln auf jeden Fall die und weitere Mustangs. Zeit wird knapp. Ja, genau, davon war aus, hätte ich die gelevelt, hätten die so gewonnen, gell? Ich hätte auch den Missile Strike halten können für nächste Runde, ich verkaufe das jetzt einfach. Jetzt hat er aber Mustangs gekauft, die haben. Geht so, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die so super toll sind für ihn. Das ist eine weitere Einheit, die er theoretisch upgraden muss zu seinen Panzern. Ich würde es mal so argumentieren. Hier aktuell klappt es ganz gut auf jeden Fall. Würmer oder Sabertooth? Ich nehme die Sabertooth und gebe denen einfach das Anti-Missile-Upgrade. Ich könnte die einfach auch nochmal upgraden, ne? Ich glaube, theoretisch wird das reichen. Die Chance, dass du hier nochmal was hinstellst, ist aber auch gar nicht so. Probier das mal, oder? Wir holen auf jeden Fall weitere Sabertooths. Irgendwelche Giants, die wir nicht gegen uns haben wollen. Wir. Meinst du, ich kann den Trupp mehr kommen, ist egal. Quasi egal. Ich lade ein bisschen die linke Seite. Also wenn ich jetzt upgrade, ich glaube, so schlecht ist das nicht. Könnte halt auch verkaufen, ne? Machen das Upgrade. Und geben dann einfach einmal Defense aus. Ich glaube, so schlecht ist das hier nicht. Hat die Würmer genommen. Mit Replika. Ja, mal gucken. Vielleicht fällt jetzt auch auf die Schnauze. Ja, wie ich es gedacht habe, ich gewinne, das kriege ich den Debuff wieder rein gegen ihn. Er hat sich auch für Missile-Abwehr entschieden. Oh, ist meine Missile-Abwehr nicht gemeint. Ja gut, und damit ist die Runde natürlich hart gewonnen mit dem Debuff. Der hilft nicht für ihn. Sollte game sein, oder? Ja, ich habe noch so viel. Ach, Gott sei Dank. Da haben wir doch mal einen Win. Ich bin so begeistert.
spiele halt auf 1500er Level. Aber wie gesagt, ich glaube, ich höre da auch aktuell irgendwie nicht schlecht so Mist zusammen. Ich glaube, hier waren die Ideen grundsolide. Vielleicht war das auch übertrieben jetzt hier mit den Saber-2s, mit der Missile-Abwehr. Ich glaube halt generell, dass die Stormcaller immer schon eine ganz gute Waffe sind. Und das Upgrade hat mich jetzt 150 gekostet, ne? Und an sich sind die Saber-2s auch ganz gut gegen seine Panzer und auch ganz gut gegen seine Sandworms. Weil die doch schon einen ordentlichen DPS-Wert haben. Und das war so ein bisschen mein Gedanke dahinter. Falls ich es nicht schon erwähnt hatte, habe ich aber glaube ich nicht. Scorpions haben auf jeden Fall auch ihren Job gemacht. Hätte ich auch noch mehr von kaufen können. Vielleicht auch Reichweite ausgeben auf Dauer. Das Ding ist halt, wenn ich Reichweite ausgebe, dann klumpen die wieder mit meinen Mustangs. War der Melting Point hier gut? Ich glaube, der hat gar nichts gemacht. Ich glaube, der war komplett useless. Das war mehr so ein Aktionismus, weil ich Giant SPC bin und die Barrier kam. Also so gesehen war einfach nur ein Klotz, der im Weg stand. Aber mein Gott, ja. Das ist auch nicht so falsch, weil er ein bisschen Panzer tankt und so weiter. Wenn ich dem Reichweite gebe, dann hängt er halt nicht mehr. Immer eine schwierige Entscheidung, aber es borst halt so ein bisschen beim Gegner ab und zu dann auch mal Giants raus, wie die eigenen Melting Points, und dann muss ich wieder das Reichweiten-Duell eingehen. Keine Ahnung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der wirklich schlau war, aber war wahrscheinlich okay. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich sag danke fürs Zuschauen, gern ein Abo da lassen. Und ich versuche ab sofort wieder regelmäßig Videos hochzuladen, jeden Tag. Aber wenn so ein Tag wie gestern, wo ich den 1:10 stand, ich gestern. Ich habe gestern wirklich fast 300 MMA getroppt. Es war ein Fiebertraum. Dann klappt es auch mal nicht. Und dieses Wochenende ist auch schwierig. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich versuch's. Bis dann. Ciao, ciao.